Aufgrund des weiten Spektrums an Einsatzmöglichkeiten und einer Vielzahl an Anwendungsbereichen ergeben sich enorme Möglichkeiten zur Einsparung. Oft reicht es schon aus, das Druckluftnetz auf Leckagen zu untersuchen und das Gesamtnetz sinnvoll in einzelne Bereiche zu unterteilen, die je nach Bedarf ab- und zugeschaltet werden. Erweitert um Volumenzähler zur Erfassung bedarfsgerechter Kosten und die Möglichkeit der Qualitätsüberwachung, zum Beispiel über Taupunktmessungen, schöpfen das Potenzial weiter aus und erleichtert es, große Anlagen einfach und kostengünstig zu optimieren.